Einatmen und wieder ausatmen. Die Bergluft ist so wunderbar erfrischend. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Pikachu. Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Uiui, oh, da kommt ein Kämpfer. Kennst du Pokémon Cosplay? Was? Warum bist du nicht hier rübergekommen? Ja, weil das Onix dazwischen uns steht. Musst du so schreien? Ja, wenn du da hinten stehst. Okay, okay. Ja, lass uns nachher reden, okay? Ja, okay. Aber kennst du Pokémon Cosplay? Hey, ich hab doch gesagt, lass uns nachher reden. Hey, hörst du mich? Oh Mann, okay, ja, Ruheort. Ich muss mich erstmal heilen. Christine ist noch angeschlagen. Fußkick, Was? Warum ist Fußkick sehr effektiv? Klar, Fußkick ist eine Kampfattacke. Ich bin ein Normalflug-Pokémon. Gegen Normal-Pokémon, verständlich. Ich habe eine Schwäche, aber ich bin doch Flug. Das heißt nicht effektiv. Durch den Doppeltyp sollte es normal effektiv sein, aber doch nicht sehr effektiv. Sag mal, verstehe ich da gerade irgendwas total falsch oder gibt es hier einen Spielefehler? An alle Pokémon-Fans da draußen, ich glaube, Leo kann mir helfen. Was ist das? Was passiert hier? Oh mein Gott! Direkt zu Beginn dieser Folge ein wenig Verwirrung. Da konnte ich wohl nichts machen! Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Schrei doch nicht so durch die ganze Höhle. Hier drüben, zwischen dem Onix. Ich sehe dich doch. Oh, es rempelt mich noch Onix an. Onix. Okay, du willst gefangen werden. Ich sehe schon. Wir können es ja mal versuchen. Großartiger Wurf. Großartig. Bitte, Onix, komm in unser Team. Ja, sehr schön. Klasse. Onix wurde gefangen. Sehr schön. Und es gibt wieder den Multiplikator. Pikachu Level 33. Das trifft sich ziemlich gut, muss ich sagen. Onix, ab in die Pokémon-Box. Meine Lieben, hier gibt es den Hinweis, wenn euch Pokémon gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, damit ihr auch in Zukunft keine spannenden Abenteuer mehr von Pokémon verpasst. Wie geht's dir eigentlich, Giflor? Marie-Louise rollt ein Steinchen vor sich her. Ach, süß. Wie süß. Hilfe, ein Golbert. Moment mal. Ich schau mal kurz in den Beutel, denn es ist Zeit, mal wieder ein Pokémon zu wechseln und ich muss bald mein System ändern. Die liebe Anke hat es geschafft, liebe Anke. Du kommst jetzt ins Team, weil du auch fleißig kommentierst und sinnvoll kommentierst. Bist du ein Fukano? Und ich habe es ausgewechselt, ihr habt es gerade gesehen, gegen Giflor. Ja? Ich weiß nicht, wie lange ich dieses System weitertreiben kann, dass ich meine starken, entwickelten, volltrainierten Pokémon austausche. Weil irgendwann wird das Spiel einfach schwer. Und da sollte ich mit meinen trainierten Pokémon spielen und nicht ständig meine Pokémon austauschen. Das einzig konstante Pokémon ist nämlich Pikachu. Ich sehe mich jetzt schon am Ende nur noch mit legendären Pokémon kämpfen, ey. Fukano, wie geht's dir so? Anke schnüffelt am Boden. Anke, hast du was gefunden? Komm, wir gehen hoch. Jetzt habe ich einen Spürhund. Ein Polizeihund. Hey, das ist doch der Pokéball-Typ, oder? Halt, Beutelkontrolle. Hast du auch ausreichend Pokébälle bei dir? Sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Falls dir die Pokébälle ausgehen, komm bei mir vorbei. Mache ich niemals, sonst habe ich die Kontrolle nicht mehr bestanden. So, normalerweise hast du Knofens und Mirabla, kann das sein? Oder du hast Vögel. Ich überlege gerade. Fukano, was kannst du denn? Mäßig, da habe ich auch Glück mit dem Wesen. Es kann immer in Glut, leider noch kein Flammenwurf. Na gut, ich setze trotzdem mal Anke nach vorne. Huch, kam mir im Dunkeln bloß nicht zu nahe. Das mich hat gerade total erschreckt. Oh Mann, okay, ich bin bereit, ich bin Kerstin, hallo. Und das ist mein Nidorina. Nidorina! Okay, mal sehen. Ich weiß nicht, ob ich da gute Chancen habe mit Fukano. Aber cool. Ich finde es, ich muss ja sagen, ich habe ja schon mal erzählt, ich finde es interessant und schwierig zugleich, Pokémon immer auszutauschen. Ich möchte euch ja die Chance geben, die Pokémon nach euch zu benennen. Und damit jeder mal drankommt, tausche ich auch Pokémon immer wieder aus. Meistens, bisher habe ich das immer so gemacht, sobald sie sich komplett entwickelt haben. Und gleichzeitig gebe ich mir damit auch eine gewisse Challenge, weil ich ziemlich gut
Pokémon spielen kann, würde ich von mir selbst behaupten. So von wegen Wesen und Typ und taktisch kämpfen, wie zum Beispiel jetzt hier mit Stachelspore, macht man nicht unbedingt als Kind. Hauptsache, man kann irgendwie KP abziehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen finde ich das ganz interessant. Ich habe es, glaube ich, schon in der letzten oder vorletzten Folge angesprochen. Das bedeutet natürlich auch, dass die Pokémon-Kämpfe immer ein bisschen länger werden. Aber keine Sorge, ich versuche mir immer wieder spontan und improvisierend lustige Dialoge auszudenken, um die Pokémon-Kämpfe ein bisschen spannender zu gestalten. So, jetzt aber Psystrahl! Oh nein! Haha, sie hat's geschafft. Fast hätte ich gesagt, er hätte es geschafft. Ahaha. So, Achtung! Giftstachel bringt natürlich gar nichts bei Blutzucker, denn Blutzucker ist auch ein Gift-Pokémon. Jetzt gibt's nochmal einen kräftigen Tackle von Annalena. Jui! Gut gemacht, Blutzuck! Ach, Blutzuck ist auch ein herrliches Pokémon, muss ich sagen. Sein fluffiges, süßes Pokémon und alle denken, wie jeder, ist die Vorentwicklung von Smetbo. Es war zu dunkel. Ich konnte nicht mal sehen. Ich habe gar nichts gesehen und bin hier verloren. Hey, nicht weinen, nicht jammern. Echt verrückt, dass Pokémon sogar in einem Tunnel wie in diesem hier leben. Vorhin habe ich doch tatsächlich einmal Holle hier herumspazieren sehen. Wirklich? Wow, da ist ein kleines Mini-Onix erschienen. Hallo. Hey, du da. Du hast Pokémon? Dann auf in den Kampf. Wer bist du? Ich heiße Katze, und du? Ich bin Phil. Und ich habe auch tolle Pokémon. Zum Beispiel Nidorino. Hey, ist das deine Schwester gewesen vorhin? Die da oben steht? Ja, das ist meine Schwester Kerstin. Sie hat ein Nidorina. Damals besaß ich Nidoran weiblich und sie Nidoran männlich. Und dann haben wir getauscht, weil ich wollte unbedingt einen Jungen und sie wollte ein Mädchen haben. Ja, deswegen wächst es jetzt schneller und bekommt mehr Erfahrungspunkte. Sind wir nicht schlau? Ja, das ist schon ziemlich schlau. Oh, Doppelkick, das bringt ja gar nichts. Hey, Fiesling! Okay, Blutzuck, mach dich bereit. Wir brauchen eine Psystrahlattacke. Oh, oh, Hornattacke. Hornattacke zieht natürlich etwas mehr ab und tut ein bisschen weh. Zieht weniger ab, als ich dachte. Ich dachte, dass Nidorina eher so die Verteidigungskönigin ist. Und Nidorino dafür der Angriffsmeister. Aber da habe ich wohl die Status... Ich sage mal Statuswerte, die generell die Werte, die Verteilung der Werte. Falsch im Kopf? Gut, schnell einen Trank hinterher. KP von Annalena wurden aufgefrischt. Giftstachel, perfekt für mich, weil das so gut wie nichts bringt. Und ich kann weiter meinen Psystrahl abfeuern. Ich glaube, zwei brauche ich noch. Okay, Doppelkick. Du kriegst dieses Blutzeug schon irgendwie klein, Nidorino. Ich glaube an dich. So sehr wie du an dein Nidorino glaubst, so sehr glaube ich an meinen Blutzuck. Ich wollte sagen, an meine Annalena. So gut, sie heißt ja auch so. Annalena, noch einmal. Psystrahlattacke. Wow, sehr gut. Was für ein Treffer. Tja, das war's dann wohl, Phil, oder? Und Blutzuck erreicht Level 23. Sehr, sehr toll. Die Spezialverteidigung ist extrem hoch bei Blutzuck. Finde ich cool. Das versuche ich besser wann anders nochmal. Oh, Manu. Hey, gut gekämpft. Oder so. So, Achtung. Ich bin vor Aufregung ganz nass geschwitzt. Ich muss mich umziehen. Oh, ein Kleinstein kommt uns angerannt, wollte ich sagen. Also heute kann ich auch keine deutschen Sätze bilden. Abgesehen davon, lasst uns runter. Ein Mini-Georock ist weg. Bin ich nicht gleich am Ende des Tunnels? Entweder bin ich gleich am Ende oder es kommt noch eine Ebene. Aber ich bin auf jeden Fall... Ich vermute, dass ich in dieser Folge aus der Höhle rauskomme. Anke mag den Geruch der Erde. Das ist schön. Achtung, ein winziges Kleinstein. Ich mag jetzt nicht über Steine stolpern. Und da kommt wieder eine Picknickerin oder eine Camperin, besser gesagt. Ich bin extra bis hierher gekommen, um nach Pokémon zu suchen. Aber irgendwie gibt es hier bloß Steine und kleine Felsen. Manche Felsen bewegen sich sogar, obwohl ich Pokémon suche.
Hä, ist dir bewusst, dass es auch Gesteins-Pokémon gibt, die aussehen wie Steine? Zum Beispiel Kleinstein, Georock oder Onix? Ach ja, wirklich? Dass die Pokémon sehen aus wie Katzen zum Beispiel, so wie mein Mauzi. Nein, es gibt natürlich auch... Hey, Moment mal. Bevor wir weiterreden, das ist ja ein Kampf zwischen Hund und Katze. Aber ich wechsle jetzt das Pokémon. Das wird ein Kampf zwischen Katze und Schweineaffe. So, mein Schweineäffchen. Wow, was war das für ein Angriff? Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie der heißt. Agilität mit einem Punch oder wie? So, Achtung. Ach so, Offenlegung. Ich hasse diesen Angriff. Der ist echt nicht schön. Der zieht fast nichts ab. Einmal ein Karateschlag. Und die Münze auf dem Kopf geht kaputt. So, meine Liebe. Was hast du als nächstes? Okay, also, naja. Ich habe ja noch einen Vulpix. Ein Vulpix ist, wie ich finde, auch ein sehr tolles Pokémon. Ich mag Vulpix. Ja, ich mag Vulpix auch. Das ist toll. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich mich gerade für Fukano entschieden habe, das liegt an der kommenden Arena. Bis dann sollte mein Fukano schon ein bisschen trainiert sein. Und nach der Arena, kann ich euch jetzt schon mal verraten, wird es wahrscheinlich auch wieder ausgetauscht. Und dann werde ich mein nächstes Pokémon vorbereiten für die nächste Arena. Wobei ich dann offen bin, glaube ich, welche Arena als nächstes gemacht wird. Zumindest war man das damals. Vielleicht ist das jetzt nicht mehr der Fall. Wir werden sehen. Ich habe keine Pokémon mehr. Oh Mann, oh. Teppichtörtchen. Das gibt's doch nicht. Dabei sahst du so süß und harmlos aus. Ich dachte, ich könnte dich bezwingen. Tut mir leid. Wir haben es geschafft, da ist der Ausgang. Aber davor sagen wir Hallo Rihorn. Feldtunnel verbindet Azuria City mit Lavandia. Und das ist noch ein Zubat. Zubat sieht man irgendwie selten hier in dieser Höhle. Meistens sind es Kleinsteins, Mehrzahl, Plural, Kleinsteins. Oder was auch oft vorkommt, sind Golbats. Golbats gibt es hier viel öfter als Zubats, habe ich so das Gefühl. Und ich wollte ursprünglich eigentlich Zubat trainieren und es einen Golbat machen lassen. Aber wir haben es ja schon wild gefangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch andere Pokémon wild fangen, die ich eigentlich trainieren möchte oder trainiert habe. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwo ein wildes Sandama herumläuft. Oder ein wildes Razaf, ein wildes Arcani, ein wildes Omot. Was auch immer noch alles kommen wird. Verena möchte Bodycheck erlernen. Oh, Bodycheck. Ziemlich coole Attacke. Da werde ich Tackle natürlich rausnehmen. Bodycheck, da gibt es zwar Rückzugschaden. Auch egal. Irgendwie den Schaden halt. Keine Ahnung, wie sich dieser jetzt nennt. Aber Bodycheck ist ziemlich stark. Verhältnismäßig stark. So, dann würde ich sagen, Fukano, wir haben es geschafft. Raus aus der Höhle. War schön hier. Oder? Was meinst du? Bist du bereit, dass wir rausgehen? Anke schaut sich aufmerksam um. Komm, jetzt gehen wir aber erstmal raus. Wir haben es geschafft! Route 10! Ah, endlich draußen. Und da wartet schon ein Wanderer auf uns. Na toll. Und hier auf der rechten Seite, da ist eine Picknickerin. Feldtunnel! Und da 5 Nanap-Beeren. Ja, da ist immer was versteckt. So, dann würde ich sagen, wir quatschen mal mit ihr. Puh, ich war lange nicht mehr in den Bergen unterwegs und jetzt bin ich echt erschöpft. Ich bin die ganze Zeit gelaufen, die ganze Zeit, ohne zu atmen. Was? Ja, ich habe nicht geatmet und jetzt kann ich wieder atmen. Wie kannst du die ganze Zeit laufen, ohne zu atmen? Ich bin Taucherin. Also mein Hobby ist Tauchen. Siehst gar nicht so aus. Tja, man sollte einen Menschen nie vom Aussehen beurteilen. Manchmal steckt hinter einem Menschen viel mehr, als man denkt. Okay, du hast recht. Fukano, komm zurück. Los, Bisasam. Bisaknosp, es tut mir leid. Verena, du bist an der Reihe. Donnerblitz, los. Ja, ich habe jetzt in Bisaknosp gewechselt. Oh, nee, bitte nicht paralysieren. Das gibt's doch nicht. Ich riskier's mal. Ja, zum Glück habe ich es riskiert. Weil Donnerblitz einfach nicht effektiv ist. Deswegen habe ich... Ach nein, das gibt's nicht. Nochmal. Komm, nochmal. Achtung. Donnerblitz.
Ach, das gibt's nicht. Ja, bitte frag nicht manchmal... Ja, es gab schon Kommentare, in denen gefragt wurde, Katze, warum hast du nicht dein Pokémon ausgewechselt? Ist doch klar, dass du jetzt kaputt gehst. Ja, das stimmt, aber manchmal muss man etwas riskieren, finde ich, im Spiel. Das einzige Pokémon, bei dem ich vorsichtig bin und ungern etwas riskiere, ist tatsächlich Pikachu. Ich habe es ja schon in der vorletzten Folge erzählt oder vor ein paar Folgen, ich glaube Folge 21, 22. Es ist mein Starter, ich möchte nicht, dass es K.O. geht. So, das ist natürlich die klügste Wahl, die ich jemals getroffen habe, ein Flug-Pokémon in ein Donner-Pokémon einzuwechseln. Und ich habe gerade mächtig Probleme. Ich merke gerade, ich habe mächtig Probleme, weil mir meine starken Pokémon ausbleiben. Ich hatte mein super starkes Radikal noch auf der MSN. Ich habe mein Giflor vor kurzem ausgetauscht. Was hatte ich noch Starkes? Sandama war relativ stark. Ich hatte Georock. Ich hatte... Was hatte ich noch? Ziemlich viel eigentlich. Ja, ich habe gerade mächtig Probleme, wie ihr sehen könnt. So, 4 habe ich noch. Ne, 3. 3. Komm, Pikachu. Pikachu, du bist an der Reihe! Hey, ich glaube, ich könnte gewinnen gegen dich, obwohl ich die ganze Zeit gelaufen bin und nicht geatmet habe. Ich habe die ganze Zeit die Luft angehalten. Hey, wovon sprichst du da die ganze Zeit? Naja, du weißt schon, ich habe die Luft angehalten. Okay, Pikachu, ich brauche deine Hilfe. Bitte mach irgendetwas. So, Pikachu, du bist an der Reihe und jetzt nochmal einen kräftigen Doppelkick aber. So, 1 und 2, damit haben wir das weibliche Pikachu hier besiegen können. So, dann geht's jetzt aber weiter. Noch ist nicht aller Tage. Anke, Level 16. Natalie, ruft Tauboga in den Kampf. Perfekt. Jetzt muss ich nur noch mit Donner treffen. Ich kann's noch 7 Mal. Komm, Pikachu, Donner! Oh nein, bitte nicht. Das ist viel zu gefährlich für mein Tauboga. Tut mir leid, es ging nicht anders. Liebe Natalie. Ich mag übrigens deinen Namen. Ich finde, Natalie ist ein schöner Name. Oh nein. Ich war vor dem Kampf schon fix und fertig. Ich habe nicht mal geatmet. Was will man da erwarten? Gar nichts. Wie kannst du denn nicht atmen? Das ist wichtig. Das macht man doch automatisch. Die Pokémon hier in den Bergen sind so grob und atmen auch nicht. Ich wünschte, es gäbe eins mit einem rosa Blumenmuster. Oh ja, wie lustig. Das ist natürlich eine Referenz an... wie heißt es nochmal? Somni, irgendwas mit S, glaube ich. Oder die Entwicklung fängt mit S an. Dieses Traum-Pokémon, ziemlich lustig. Ich mag sogar sehr. Einatmen! Und wieder ausatmen! Ach, die Bergluft ist so wunderbar erfrischend. Irgendwie habe ich gerade echt komisch ein- und ausgeatmet, oder? Nun ja, du musst wissen, es gibt da so eine Ein- und Ausart-Technik. Wie auch immer. Los, Krabi! Krabi, perfekt! Los, Pikachu! Pikachu, wir brauchen einen mächtigen Donner, der dieses Krabi wegschickt. Nein, es trifft nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Pikachu, nochmal, Donner. Einatmen und ausatmen, Krabi. Genau so wird dich Pikachu nie treffen. Oh, komm, Pikachu, Donner, bitte. Nein, nicht schon wieder. Haha, zwinker, zwinker, Krabi. Entschuldigung. Oh Mann, Pikachu, bitte. Donner. Jetzt aber. Einatmen, ausatmen. Du schaffst das, Krabi. Oder, vielleicht auch nicht. Oh, na toll. Krabi, komm zurück. Ich hab noch was. Ach ja, was hast du denn noch? Mein ultimatives Pokémon. Es ist ein... Du wirst schon sehen. Ein Sandama. Und ich hab kein Pflanzen-Pokémon. Ich mein Wasser-Pokémon hab ich. Ich hab gar nichts. Oh mein Gott. Okay. Pikachu, komm zurück. Los, Annalena. So. Und Sandama kommt ins Spiel. So, Blutzug, mach dich bereit. Wir brauchen Stachelspore. Wäre echt schön, muss ich sagen. So, natürlich vergräbt es sich. Jetzt überlege ich, ich bin ein Gift-Pokémon. Eigentlich überlebe ich das nicht. Ich riskiere es mal. Oh, nein!
Annalena! Wisst ihr, was mein größtes Problem ist? Ich habe nur noch 2 Pokémon. Christine zähle ich schon fast nicht mehr dazu mit einem KP. Ich setze sie mal ein. Und ich habe noch ein paar Trainer vor mir, bevor ich in Lavandia bin. Und was noch dazu kommt, ist, ich möchte keinen Beleber einsetzen. Nein, da bin ich stur. Ich möchte den ganzen Beleber-Kram aufheben für Arena-Kämpfe oder für die Pokémon-Liga. Deswegen bin ich sparsam. Okay, Tauburga, wir schaffen das schon. Ach, du mit deinem Sternschauer. Tauburga, weißt du was? Das kriegt er jetzt zurück. Einatmen, ausatmen. Sandama, du kannst das. Achtung, Sterne. Hey, das sind meine Sterne. Behalt sie doch. Hier. Ich will deine Sterne nicht. Hier, behalt deine Sterne. Bastel was mit den Sternen. Ich will sie nicht. Bitteschön. Zum Absender zurück. Wow. Das war ein sehr guter Treffer. Ich finde es so toll, dass Tauburga Ruheort besitzt. Also die Attacke, dass es sich heilt. Ich habe eingeatmet und wieder ausgeatmet. Trotzdem habe ich verloren. Obwohl ich von den Bergen gekommen bin. Die frische Bergluft tut mir gar nicht gut. Von Bergluft habe ich die Nase gestrichen voll. Und nein, der Arme. Ist da noch irgendwas? Komm mit, Fukano. Hier ist noch ein Wanderer. Hey, alles okay? Hey, was ist denn bei dir los? Alles okay? Herr Wanderer, wie geht es Ihnen? Hey, warum? Können Sie auch sprechen? Pikachu! Was ist denn mit dem Wanderer los? Ich verstehe das nicht. Hey Pikachu, jetzt mal ganz im Ernst. Pass bitte gut auf dich auf. Viel KP hast du nicht mehr. Sagen Sie mal, lachen Sie uns vielleicht aus? Und warum sagen Sie die ganze Zeit haha? Hey, also langsam fühle ich mich echt auf den Arm genommen. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber eins kann ich Ihnen sagen, lieber Herr Wanderer. Ich fühle mich etwas veräppelt. Sie wollen mich doch hier auf den Arm nehmen. So, ich brauche jetzt unbedingt einen Trank. Unbedingt, Pikachu, hier, bitteschön. Heile dich. Von der Leidenschaft, die uns so schafft. Boah, Steinhagel. Zum Glück haben wir uns geheilt. Das hätte es uns leicht in die Hose gehen können. Hey, was ist denn, Herr Wanderer? Wisst ihr, warum er die ganze Zeit haha sagt? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr für eine Vermutung habt. Boah, Pikachu, du bist im Steinhagel ausgewichen. Du bist ein Wunder-Pokémon. Hey, was ist denn los? Lieber Wanderer, bitte erzähl uns etwas. Warum machst du die ganze Zeit haha? Hatschi! Ach so! Du musstest niesen! Jetzt verstehe ich! Diese blöde Erkältung! Jetzt ist meine Nase wieder frei. Ui, hast du ein Taschentuch? Sorry, ich muss schon weiter. Hey du, möchtest du mein Pokémon sehen? Ich habe ganz viele tolle Pokémon. Wer bist du denn? Ich bin Pyjama-Träger mit dem Damian. Damian meine ich. Hier mein Glutexo. Wow, also Glutexo ist ein ziemlich cooles Pokémon. Pikachu, du bist an der Reihe. Jetzt brauchen wir aber einen mächtigen Donner. Und da sind nur noch 2 Donner drauf. Natürlich geht einer daneben. Haha, Glut. Glaubst nicht, dass du gegen mein Glutex ankommst? Richtig, du wirst auch nicht gegen mein Glutex ankommen. Allein weil Donner immer verfehlt. Ja, leider. Doppelkick! Achtung, Glutexo. Ha, da steckst du locker ein. Glutexo, Glut. Glutexo! Ja, Glutexo kann ich leider überhaupt nicht synchronisieren. Glutexo muss eigentlich viel cooler klingen und viel tiefer. So von wegen Glutexo. Glutexo. Glutexo, Schlock.
Mutatoxa, Redactyl, Ammonitas, Flakmon. Oh, mein kostbares Pokémon. Taubos, Arbok, Leute, das war's. So. Ich nehme dir übel, dass du mich besiegt hast. Komm mit, Fukano. So, da haben wir alles und wir haben es geschafft. Lavandia. Hä? Was war das? Das ist ein kleines Ragosso. Wo läuft es hin? Da ist er, Thomas. Hey, Thomas. Was für ein riesiger Turm. Er läuft dem Ragosso hinterher. Wo sind wir hier? Fukano, ist das die Geisterstadt Lavandia, von der alle erzählen? Was wird hier passieren? Wie geht die Geschichte weiter? Das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn ihr das Video sehen möchtet, tippt rechts oben rein und ihr kommt zum nächsten Video. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Katztastisch!